Mein Name ist Rojat, ich bin Erzieher Azubi und organisiert bei der Gewerkschaft für Bildung und Erziehung. Ich bin heute zu euch gekommen, weil ich solidarisch mit eurem Kampf bin und eure Forderungen hundertprozentig unterstütze. Zu erfahren, dass der Stadtrat auf die Idee kam, mit der Geburtshilfe zu sparen, macht mich wütend. Alle haben in der Pandemie von der essentiellen Rolle von Krankenhausbeschäftigten gesprochen, aber die Taten entsprechen nicht den Worten. Im Gegenteil, die Taten stehen den Worten diametral entgegen. Ihr macht sehr gute Arbeit und erwartet Entlastung, aber euch nimmt man den Kreißsaal weg und transferiert euch willkürlich nach Hallaching, wo es komplett andere Arbeitsbedingungen herrschen. Mit der Gesundheit, mit der Bildung oder Erziehung spart man nicht. Diese Sektoren dürfen nicht der Profitlogik zum Opfer fallen. Die Sparpolitik, was jetzt zur Folge hat, dass der Staatsratbeschluss jetzt durchkam in Bezug auf Schließung des Kreißsaales, steht eindeutig dafür da, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und für Personalabbau zu sorgen. Die drohende Schließung der Geburtshilfe ist eine Verschlechterung der Versorgungsstruktur in diesem Stadtteil. Der Kreißsaal in Neuperlach muss daher bleiben und jegliche Abbaumaßnahmen, die bereits im Gange sind, müssen sofort gestoppt werden. Eure Entschlossenheit, den Kampf zu führen, euch dagegen zu wehren, inspiriert alle Beschäftigten und ich sage das auch also nicht nur so populistisch symbolisch. Ihr habt mit eurer Petition und Öffentlichkeitsarbeit die politischen Parteien im Stadtrat wachgerüttelt. Man sieht hier die Sprechenden. Davor war es kein Thema und der Abbau war bereits im Gange. Ihr merkt, dass Kämpfen sich lohnt. Wir werden all diese Versprechen beim Wort nehmen und die Politikerinnen auch stets darauf hinweisen, daran erinnern, dass diese Worte auch den Taten entsprechen sollen. Ich als Erzieher weiß es auch, wie man die Reproduktionsarbeit unterschätzt und dementsprechend spart. Die Folgen daraus sind Personalmangel und die Senkung der Qualität von der Betreuung. Das bekommen wir schon in der Ausbildung zu spüren. Gute Pädagogik, wie wir sie theoretisch vermittelt bekommen, lässt sich unter diesen Arbeitsbedingungen nicht umsetzen. Dabei sind die Bedürfnisse in der Versorgung nicht weniger geworden. Wir sind schon ein bisschen ähnlich. Der Weg zwischen eurem Sektor und unserem Sektor ist nicht weit. Ihr helft den Kindern auf die Welt zu kommen, ein paar Monate später empfangen wir sie in der Krippe. Und wir sind auch in demselben öffentlichen Dienst, auch haben denselben Tarifvertrag und es steht auch die TVD-Runde an, Anfang 23, und wo die Verdi Inflationsausgleich fordert und auch unsere Berufsgruppen zum Streik sozusagen aufgerufen werden. Wir werden uns bestimmt auch bei den Warnstreiks auf der Straße sehen und wo wir nicht nur Forderungen ökonomischer Natur lautstark machen, sondern auch politischen Forderungen, wie eure Forderungen für Erhalten der Geburtsklinik in Neuperlach und für eine gute, jenseits nicht profitorientierte Gesundheitsversorgung und Erziehung Bühne zu bieten.